Um was zu tun? Um einander zu erkennen. Ihr sprach davon, dass es immer noch einige gibt. Auch wenn Vajat nicht auf Seiten Paligans stehen. Wir dienen den richtigen Göttern. Galxhul. Die anderen haben sich anderen Göttern zugewandt. Shamashtu, Sholairak oder Yonaho. Quodasil. Ich fürchte, das führt zu nichts mehr. Oder was meint ihr? Je schneller wir dieses Ding loswerden, desto besser für alle. Gut, dann lasst mich den Weihrauch entzünden. Jetzt trete ich mal 2 Schritte zurück. Ich bleib im Bannkreis stehen. Da bin ich am sichersten. Im Bannkreis? Nein, bist du nicht. Nein. Achso, Quatsch. In diesem... Ich hab das so gesehen, dass es... egal. Ja. Deswegen habe ich es extra am Anfang nochmal erwähnt. Der hält den Geist drin, nicht draußen, weil das ist praktischer für uns. Lumin entzündet Räucherstäbchen und platziert die um den Kreis herum. Und setzt sich dann an eine Seite und meditiert, geht in sich und wirkt den Bannfluch des heiligen Khalid. Und ich bin ein bisschen in Versuchung. Brauchen wir El-Hakir noch? Ja. Ja. Für was? Für die Novadi. Genau, Geister Novadi zu führen? Keine Ahnung. Eine ganze Novadi-Flotte muss er noch anführen. Und die sind bekannt dafür, sich von Geistern kommandieren. Novadi-Flotte? Ja, wir haben eine Novadi-Flotte. Weshalb habe ich dem. Noch habt ihr gar nichts. Ihr macht das schon, Jungs. Ihr macht das schon. Ich vertraue da auf euch. Also, ich vertraue auf Jambaya, dass sie euch im Griff hat, aber. Gut, dann wird Sulamin Boltax, der ja den Schädel hat, sehr entschieden, wohin dirigieren, wo der Weihrauch nicht hinzieht. Und dann schauen wir mal, ob ich das Ganze überhaupt durchbringe. Der Bannfluch des heiligen Khalid ist eine Grad 3 Liturgie. Das heißt, eine 4er Erschwernis. Es ist nicht super. Ist das notlage. Eine Zone oder ein Einzelwesen? Es sind Wesen. Also wenn es nur eine Person wäre, dann wäre es ja sowieso auch nicht El-Haki, es sei denn, du machst PP. Es ist LKP Stern plus 5 Untote oder Och, Geister. Na gut, dann würdest du LHK auch wegkriegen. Ja, und Sulamin mag ihn nicht, deswegen habe ich jetzt mal vorsichtig gefragt. Als Bannfluch des heiligen Khalid nicht ein bisschen Overkill hier? Mann, ich halte dich nicht auf. Just asking. Ich weiß nicht, der war nicht ohne und ich möchte dem Effort-Geweihten mit voller Überzeugung sagen können, der ist weg und kommt nicht wieder. Ist dein Karma. Jo. Du hast deine ASP heute Morgen oder gestern Abend rausgeballert. Ne? Yes. Und heute wieder. Ich hatte ja 35 den Tag über. Ja, alle schon wieder. Ich sag nur. Oh, interessante Frage. Ist es ein kirchlicher Auftrag, weil der... Ja, und er ist auch nicht nur irgendein Gummel-Effort-Geweihter. Er ist halt Metropolit, ne? Er ist halt richtig wichtig. Interessant. Das ist eine bis zu -7. Wie viel kriege ich? -7. Okay. Also jetzt außer der aus Kunchum gibt es keinen, der so hoch ist wie dieser Ferdi. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Richtiger Mann. Dann kommen wir jetzt zu dem Unerfreulichen und zwar Eschelbith Sabaperiman ist die Bewahrerin von Wind und Wogen aus Kunchum. Entschuldigung. Dämonisch durchdrungenes Territorium. Ja. Okay, da geht die Erleichterung wieder hin. Das ist nämlich genau gleich. Das ist die plus 7. Wir haben Warte, ist das nicht mindestens plus 7? Mindestens plus 7, oder? Machen wir 12. Ja. Machen wir unheilige 12. Das passt. Ich wollte gerade sagen, wenn Jalan 12 kriegt, kriegst du auch 12. Okay, plus 12. Ordnend harmonisch ins Weltgeschehen. Eingreifen. Also, er war wirklich... böse. Er hat Darion Palikan ausgebildet, ihm seinen wahren Namen gegeben und doch schon. Ein Geist wegzuschicken ist immer ordnend. Ja, aber es ist halt auch nicht irgendeiner, ne? Der ist halt richtig mächtig, dieser Usasur.
Okay, und segnend ist es nicht. Dann lass mich das kurz zusammenrechnen. Ja, es geht ja darum, dass Geister nicht in die dritte Sphäre gehören. Deswegen ist einen Geist wegzuschicken immer ordnend. Usasun. 16 minus 9, dann bleibt noch eine 7er Erschwernis insgesamt. Das solltest du gerade so hinkriegen. Fordere nicht das Schicksal heraus. Ihr dürft einmal alle eine Menschenkenntnisprobe würfeln. Mit welcher Kulturkunde? Mittelreich. Habe ich nicht. Gibt's Erleichterung oder Schwierigkeiten? Nee, gibt's gar nicht mal so. Dann habe ich es trotz Erschwernis geschafft. Ihr habt ja auch alle, außer Sermetilio, gut gewürfelt. Ihr solltet, wenn Ronka aus seinem Schock wieder zu sich kommt, solltet ihr Ronka mal auf die Reife ansprechen. Denn Ronka hat, als die Reife erwähnt worden sind und das von Abel mir übersetzt worden sind, hat er wirklich zusammengezuckt. Jetzt gerade ist er wohl noch nicht in der Verfassung zu reden, aber sollte er wieder irgendwann später an Bord des Schiffes sein oder so, und eine ruhige Minute haben, dann könntet ihr ihn mal zu den Reifen von Mordor befragen. Okay. Sulamin bringt das Gebet zu Ende und der Weihrauch wabert über dem Bannkreis und irgendwann hebt sie den Kopf und schaut dieses Wesen an. Zurück in die Schatten. Möget ihr niemals wieder diesen Ort heimsuchen. Ich bin Usasur, Priester Kryptos. Und ich bin Sulamin al-Shabra. Und die Rote Schwester liebt mich. In der Höhle, direkt aus dem Bannkreis, erstrahlt ein rotes Licht. Aber kein unheiliges Rot, sondern ein liebendes Rot, wie von Raya da selbst. Unter einem Gleißen zergeht der Geist. Und dann ist es wieder dunkel. Ich flüstere Al-Hakir zu. Pass auf, dass sie das nicht mit dir macht. Er klappert ein bisschen. So, könnt ihr wieder aufbrechen. Raus aus der Höhle. Wie viele Stunden vergangen? Zwei Stunden? Nee, ihr habt ja 4 Stunden noch im Inneren alles analysiert. Also euer Kadi ist weg. Oh. Ihr könnt dann aber auch mitten in der Nacht wieder ohne einen Führer trotzdem dann in dem Ort auftauchen. Warte kurz, nur pro forma. Ja. Schicken den Dämon zurück. Das kostet keinen Dienst, da Manifest, es kostet keine OSP. Ich muss dann schauen, ob ich patze. 300 Schritt. Die guten 300 Schritt. Ja, so kommt ihr wieder zurück nach Kragavar. Die Dorfbewohner haben sich bereits in ihre Hütten zurückgezogen. Wenn ihr dann aber das Haus des Kadis von Tamayat ibn Itobal betretet, wird er erfreut über eure Rückkehr euch wieder empfangen und euch eine weitere Nacht in seinem Haus zur Verfügung stellen, wo ihr ihm gerne die Geschichte erzählen dürft. Tut ihr das? Das darfst du damit sich überlegen. Teile davon, wir erzählen ihnen auf jeden Fall, dass wir ihren Sumpf von diesem Fluch befreit haben. Denn die hatten ja Angst vor dem Nachtmahr. Ja, dann ist auch seine Wacht hier beendet und er würde sich euch anschließen. Wenn ihr mögt. Natürlich, klar. Unbezahlte Arbeitskräfte nehmen wir immer. Dann habt ihr einen Schwertmeister mit dem Tutsackmesser, der euch den gezielten Stich Waffen meistern könnte in verschiedenen Kombinationen. Hätte ja noch gekonnt. Ihr habt ihn noch nie gelassen. So könnt ihr gemeinsam mit ihm und auch mit dem Führer, den ihr angeworben hattet, den kleinen Jungen, wieder zurück nach Talus fort. Bitte? Buki. Ja, genau. Nach Talus fort aufbrechen. Was über den Knüppelpfad dann trotz der Schmutzigkeit euch wieder einige Zeit kostet. Und dort in Talus Fort könnt ihr euch natürlich etwas wieder waschen und warten, dass euer Eferdi mit... Der Eferdi hatte uns ja gebeten, einen Beweis für unsere Taten mitzubringen. Ich hätte natürlich den Schädel mitgenommen. Ja. Das hatte ich nur eben vergessen zu sagen. Gut, lasse ich zu.
Faramud ibn Benaiman wird noch einige Zeit in Nabatil und in Shabari sein. Und wenn ihr dann ja gut ausgeruht mit euren Sachen, entweder wieder neu gekauft oder aber gereinigt vom Sumpf in Talus Fort auf ihn gewartet habt, könnt ihr nach 2 Tagen wieder den Talusim der Strömung folgend in Richtung Talusa bzw. daran vorbei aufbrechen. Habt ihr sonst noch etwas zu tun? Oder wollt ihr einfach zur Avianda zurück? Wir sollten uns überlegen, ob wir noch dieses Hügelgrab, dieses Koftanim, Magier, König, wie ist der Name? Dunjaban besuchen wollen. Dunjaban der Ewige. Wir können es uns ja mal angucken. Also touristenmäßig. Und die haben da draußen schon Kanazetianer eingekascht. Wenn wir jetzt wirklich das Risiko eingehen mit 0 ASP und halbem Karma da auch nochmal irgendwie... Wir haben 3 Tage regeneriert, Daru. Du bist voll. 3 Tage auf Sumpfreise? In Talus Fort müsst ihr schon auch ein. Also in Talus Fort hattet ihr eigentlich einen ganzen Tag zur Erholung, ja. Ja, okay. Dann können wir. Gib ihm. Ich ruf dir Nefas im Rudel und wir lassen dich ja tanzen. Oh, was auch immer du vorhast. Du bist kein Nekromant. Ich bin kein Nekromant, ich bin Dämonologe. Die ganze Nekromantie macht der Nefas. Da. So einfach geht's. Delegieren? Ja, ich würde sagen, wir gucken da auf jeden Fall noch vorbei und wenn da halt mega viele Wachen stehen oder genau. So, dann lassen wir es bleiben. Und wenn nicht, ja, ist ein touristischer Ausflug. Alles klar. Und man sieht die Wachen ja. Wenn jemand fragt, wir sind auf Pilgerreise. Nehmt ihr keine Setianer mit? Ja, ergibt wahrscheinlich Sinn, ja. Dafür müssten wir aber zurück zum Schiff und dann wieder landeinwärts. Ja, das kostet bestimmt einen halben Tag. Wow. Sehr gerne. Okay, dann könnt ihr mit eurer kleinen Schaluppe etwas abseits von Talusa, wahrscheinlich wieder an der Hütte oder so, anlanden, das Ganze befestigen, auch dass da keine Krokodile im Weg sind und geht dann in Richtung Südwesten der Stadt selbst. Eure Karten sind da nicht ganz gut ausgelegt, aber Talusa könnt ihr auf alle Fälle sehen und wenn ihr dann näher und näher kommt und euch dann irgendwann im Südwesten der Stadt aufhaltet, könnt ihr an eine staubige Straße herantreten und seht dort, wo sie dann irgendwo endet, zwischen, ja, 20 Schritt in der Höhe, eine Ausdehnung von grob 300 Schritt, einen Hügel beziehungsweise mehrere Hügel und das ganze Areal ist wohl mit verschiedenen Gräberfeldern gepflastert. Halb in Vergessenheit geraten, uralte Grabsteine, einige mit Boronsrädern, die abgebrochen sind, oder aber mit anderen Steinplatten oder Gedenkfelsen, mit teilweise sogar eiserne Boronsräder, die dann hier im halbversunkenen Boden seit Ewigkeiten bestehen. Und auch den Ausgrabungsort vom Librarius Canesitianer könnt ihr hier erkennen. Wo ein großes Zelt davor steht, was allerdings verlassen im Wind weht und hinein zu einer Höhlung führt, tief ins Erdreich hinein. Ansonsten, Wachen könnt ihr hier nicht wirklich erkennen. Alles ist verlassen. Es sind einfach nur Hügel und Gräber. Ein großer, riesiger Friedhof mit einem noch größeren Loch. Bevor wir dieses Loch betreten, können wir am Eingang dieses Loches irgendwelche Schutzglyphen erkennen oder Warnglyphen, wie auch immer. Nein. Könntest du hier nicht erkennen. Du weißt nicht genau, wie Canesitianer diesen Ausgrabungsort hier gewählt hat. Es gibt einige Spuren, wohl als ob hier etwas Schweres bewegt worden ist, als ob hier auch gegraben worden ist, nicht nur von Canesitianer, sondern von anderen Helfern, die er angeworben hat. Und irgendwas Schweres wurde wohl transportiert und ihr könnt auch sehen, wie das in Richtung der Stadt bzw. der Straße geschliffen worden ist. Was habt ihr fortgeschafft? Das muss der Sarkophag sein, den ich freigelegt habe. Ich konnte ihn selber nicht rausholen, aber zumindest habe ich ihn dort unten gesehen in der Kammer. Ihn selbst habe ich nicht rausgeholt. Das müssen die anderen gewesen sein. Also
Wahrscheinlich nicht die Träger, die haben sie mit mir eingesperrt. Die waren ein Loch weiter. Nun, ich gehe davon aus, sie haben den Sarkophag mitgenommen in die Stadt. Wie tief seid ihr eingedrungen in dieses Grab? 20 Schritt. Das Loch geht 20 Schritt tief. Danach fängt die eigentliche Kammer an. Wir haben noch ein bisschen Geröll und den Schutt weggeräumt und dort hatten wir dann diesen Sarkophag gefunden. Lass dich einmal schauen. Da wollten sie mich einmauern. Ja, ich würde mal mich in dieses Loch begeben und mir das Ganze anschauen. Ja, der Sultan versteht keinen Spaß, Kanizitianer. Nein. Irgendjemand in der Stadt muss geredet haben. Mit wem habt ihr denn geredet? Wer hätte euch verraten können? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mit so vielen Leuten geredet und ihnen eine ganze Menge an Gold gegeben. Wer mich nun verraten hat von den ganzen, weiß ich nicht. Spielt ja auch eigentlich keine Rolle, oder? Nicht, wenn man kein Diener von Praios Widersacher ist. Da habt ihr wohl recht. Falls er denn einer ist. Naja, wollen wir nach unten gehen? Ich war ja noch gar nicht fertig. Ich weiß gar nicht, was das neben dem Sarkophag dort noch alles gibt. Ich habe ihn auch noch gar nicht geöffnet. Wie gesagt, wir waren gerade dabei, es freizulegen. Und dann kamen die Wachen und haben uns mitgeschleppt. Wollen wir erstmal warten, was Boltags Untersuchung ergibt? Ja, ich würde, wie gesagt, nach unten gehen und Bergbauprobe. Ja, darfst du mir würfeln, klar. Sogar das zweite Mal heute, Mensch. Ja. Und diesmal nicht unterirdische Labyrinthe als Spezialisierung. Das Loch ist wirklich schlecht gefertigt. Also die Arbeiter, die er da mit Hacken und mit Schaufeln angestellt hat, das waren wirkliche Stümper. Nicht nur für Zwergenmanier, sondern auch für menschliche Verhältnisse. Aber gut, das sind sowieso dann auch Grabräuber. Vielleicht nicht unbedingt Kanesetianer, vielleicht doch. Aber vor allem diejenigen, die er angestellt hat, da die Schaufel zu bedienen. Wenn die auf dem Friedhof graben, dann wann waren das... Ja, als Grabräuber eben keine sehr gebildeten Menschen, die da ihr Handwerk mit Bergbau verstanden haben. Ja, aber es ist halbwegs sicher, wenn man die Grabkammer betritt, also oder stürzt. Ja, nein. Also die sind leicht abgestützt, auch wenn das schon sehr, sehr altes Grab ist. Das kannst du auch in den Gesteinsschichten erkennen. Das muss über 1000 Jahre her sein, dass die Erde sich hier gesetzt hat. Das kannst du also erkennen, dass das wohl das richtige Grab ist. Und auch wenn du dann weiter nach unten steigst, die Kammer, die du dort findest und die dann auch leer ist, wo kein Sarkophag steht, nur noch zahlreiche Verzierungen, das ist wohl das Grab von einem Sultan. Ja, dann würde ich erstmal wieder nach oben kommen und das den anderen mitteilen. Nun, es ist wirklich schlampig gearbeitet worden, also so einen Tunnel anzulegen. Ich bin enttäuscht. Mindestens 4 Stützbalken an der einen Seite und 6 an der anderen Seite hätten doch niemandem geschadet. Abgesehen davon wird es aber wohl reichen. Es wird uns nicht über den Kopf hin zusammenbrechen. Nun, das ist doch positiv. Ja, und die Grabkammer ist soweit noch relativ intakt und in ihrer strukturellen Integrität auch nicht weiter betroffen. Ja, dann lass uns doch hineingehen und umschauen. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob euch das überrascht, aber an Grabräuberei werde ich mich natürlich nicht beteiligen. Ja, ich werde da gar nicht erst hineingehen, danke sehr. Gut, wollt ihr vielleicht hier oben warten, Ausschau halten und eventuell warnen? Genau, wir hier stehen Schmiere für eure Grabräuberei. Macht euch keine Sorgen. Wir schauen uns nur um. Zuerst. Sicher. Richtig. Sicher. Ja, doch. Ich will's gar nicht hören. Ihr denkt daran, alle passenden Donarien, die ihr auch finden könnt, auch wirklich mitzunehmen, ja? Sonst hat sich das ja gar nicht gelohnt. Die einzige Akquise, die wir vorantreiben, ist die Akquise von Wissen. Und ich zwinkel aber mir zu. Und ich kann da nur schmunzeln. Dann ist das hier in der Wahrheit. Egal. Komm, so bitte hier, setz dich da vorne mit mir an den Stein und erzähl mir, wie scheiße ich bin. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Habt ihr da eigentlich überhaupt jemals lesen gelernt? Wenn man eure Handschrift so sieht, bin ich mir nicht sicher, ob ihr auch nur grundlegende Kenntnisse des Tutor der Media aufweist. Ja, als ich das höre,
gehe ich schnell in die Grabkammer, denn ich weise keine grundlegenden Kenntnisse des Thulamidia auf. Sulamid? Kommt hier? Das heißt aber, du hörst das auch nicht. Ich spreche natürlich Thulamidia mit Rafi, weil das seine Muttersprache ist, right? Okay, gut. Das weiß man, man ist ja höflich, wenn man die Leute abledert. Du wirst übrigens merken, dass er nicht mal Thulamidia schreien kann. Ja, deswegen frage ich ja. Unterdessen im Grab. Ja, bevor ich mir das anhöre, begleite ich euch besser. Ja, wie es sich für einen selbstbewussten Potentaten aus den Landen der Thulamidenlande gehört, so könnt ihr auch hier eine prunkvolle Grabstätte erkennen, die zwar sehr dunkel ist, aber wenn ihr dann eure Fackeln entzündet, beziehungsweise euer Stab, euren Stab anmacht und dann für Licht sorgt, könnt ihr mehrere Gänge erkennen, die abzweigen. Und zwar einer, der nach vorne abzweigt und zwei, die nach links und nach rechts jeweils etwas länger abzweigen. In der Mitte stand wohl der Sarkophag und es sieht auf den ersten Blick schon so ein bisschen aus wie Hörner. Als ob der Gang nicht Hörner hätte, sondern als ob das die Hörner wären. Und Wandmalereien. Ja, genau, das wollte ich mir nicht fragen. Sind diese Gänge in irgendeiner Art und Weise beschriftet mit, ich will nicht sagen, Glyphen oder Zeichen? Ja. Was man kennt, wo es hingeht, eine Ordnung hingeht, das andere Ordnung hingeht vielleicht. Du siehst eine große Menge an Kettendarstellungen, an Zeituhren oder Sanduhren, die dann eben durchlaufen, beziehungsweise Hörner und Hornechsen, die du jetzt erst vor kurzem in dem Sumpf gesehen hast. Und auch du weißt ja, hast ja schon mit deinem Oculus erkannt, dass du ganz grob auch hier auf der Satinav-Kette stehen müsstest. Wenn du dir die Wandabschnitte betrachtest, kannst du sehen, auf der ersten Darstellung, eine große Anzahl von Menschen scheint einer religiösen Zeremonie beizuwohnen. Im Bildzentrum sind Priester mit fremdartigem Kopfschmuck zu sehen, die um eine Art Ei, eine rituelle Handlung, vollführen. Auffällig sind viele verwirrende Musterungen ohne Anfang und Ende, die ein zentrales Element des Bildes zu sein scheinen, aber in keinem Bezug zu irgendeinem dargestellten Objekt stehen.